col vento offeso, danzano sui tacchi a spillo, danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario, zingari coperti d'oro, zingari che sono senza tempo. Hast du jetzt das Fahrzeug gewechselt? Ja. Bloß deine Knie hast du nicht da, wo sie hinkönnen. Aber das macht nichts. So, sind wir also auf dem Weg zu unserem nächsten Zwischenziel. Wie hieß es? Vado di Sole, so ein Aussichtspunkt. Und das ist jetzt genau die Strecke, die wir gestern mit dem Fahrrad gefahren sind. Fahren wir jetzt heute mit dem Auto. Nur unten dann, wo es nach Castel del Monte geht, da biegen wir dann rechts ab und fahren Richtung Campo Imperatore. Wir melden uns dann vom nächsten Zwischenpunkt wieder. So. So stellt man sich das vor, gell? Ja. Campfeeling am Gran Sasso. In erster Reihe. Am Fuße des Corno Grande. Und das alles umsonst. Genau, wir waren ja vorhin umsonst kurz oben. Umsonst ist es ja nicht. Nee, umsonst ist es nicht. Kostenlos. Das ist nur kostenlos. Ja. Wir waren ja vorhin oben am Campo Imperatore.
Und ja, da ist halt viel los und Campingplatz-Feeling. Schön. Also Campingwagen kein, nach dem anderen. Nee, aber nicht Campingplatz-Feeling, sondern hässlicher als Campingplatz. Also ja, furchtbar. Das ist Parkplatz-Feeling. Da hat's, ja, Parkplatz-Feeling, genau. Hat es uns überhaupt nicht gefallen. Deswegen sind wir jetzt wieder ein Stück runtergefahren und haben uns hier einen schönen Schlafplatz gesucht. Und wie man sieht, haben wir ja auch unser Solar aufgebaut. Also wir sind autark. Jetzt sind wir mal richtig autark. Es ist jetzt unsere erste Nacht, mal so richtiges Freistehen. Mal so irgendwo mal auf dem Parkplatz oder so, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Aber so richtig Freistehen ist das jetzt zum ersten Mal. Und das Schöne hier in Italien, im Nationalpark, man darf 2 Tage, glaube ich, stehen. Ja, stand unten stand an dem großen Parkplatz, jetzt. Genau. Also ich glaube, das stört hier niemand. In Deutschland wird ja da eingesperrt. Kostet alles keinen Eintritt und so. Ja, und so lassen wir uns jetzt zur Ankunft erstmal unseren Kaffee schmecken. Kuchen haben wir keinen. Nee, Kekse. Ach so, ja, in dem einen Laden, wo ich war. Naja, da hat mir nichts gefallen spontan. Schon mal herzoomen. Ja, wir haben alles. Wir sind autark. Wir haben unseren dritten Kameramann da. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie nah das her ist. Ist ja wurscht. So. Keine italienischen Kuchen. Deutsche Schokoreiswaffel. Ach, man könnte meinen, wir wären in Tibet. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt der Standardspruch. Man könnte meinen, wir sind im Urlaub, sagst du sonst immer. Nee, wir machen diesmal ein Abenteuer. Ach so, ja, kein stimmt. Urlaub. Wir machen keinen Urlaub, wir machen nur Abenteuer, ja. Da haut gleich der Wind den Schaum weg. Jetzt brauchen wir bloß noch einen sternenklaren Himmel, dann sehen wir alle Sterne da oben. Ja, oh, schau mal, der Wind haut den Schaum weg. Ja.